Hi Leute! Schöner Background hier, oder? Herzlich willkommen zu einer weiteren Vagabund-Folge und diesmal der Fliegende Holländer Teil 2. Ich stehe hier am legendären Twente-Kanal und ich habe gedacht, wo kann man diese Folge besser einleiten an ja, einem dieser legendären Spots überhaupt. In den 80er und 90er Jahren war hier die Hölle los. Hier habe ich Leute getroffen aus ganz Europa, sogar mal einen Afrikaner. Man glaubt das gar nicht. Also hier hat sich wirklich die High Society auch getroffen. Die Engländer waren damals viel hier. Markus Pelzer hat damals viel hier geangelt, hat viele Fische gefangen. Ich werde nie vergessen, Markus hat mir mal in so einer eiskalten Winternacht, da kam er abends noch zu Besuch vorbei, auf einen heißen Kakao wohlgemerkt, und hat mir eine Rute geworfen, damals noch eine uralte Armeleitrute mit so Vollkork, und hat die wirklich beim ersten Wurf mit seinem Kamagnola-Boil, jetzt weiß ich noch wie heute, an die gegenüberliegende Spundwand geworfen. Und der einzigste Fisch, der eingestiegen ist, war ein Fully Scale, damals mit, glaube 12, 13 Kilo. Und das war Markus' geworfene Rute. Und ich habe damals mal gerne eine Rute mehr gefischt, sagt man mir heute noch nach, weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber wir werden hier nicht drehen bzw. angeln. Ich wollte euch das nur mal einmal zeigen. Und es wird immer erzählt, also hier, das ist Akzonobel, das Salzwerk. Und die leiten immer noch warmes Wasser ein. Jetzt gerade nicht. Aber auch ich war letzten Winter mal wieder hier und konnte viele, viele kleine Fully Scales fangen. Die Holländer haben dafür gesorgt und führen sogar Buch darüber, frisches Blut in den Kanal zu bringen. Wir hatten zwei oder drei große Fischsterben hier durch Chlorunfälle. Ich will mich da jetzt nicht festlegen, weil ich natürlich auch nicht alles über dieses Gewässer oder über den Twente-Kanal weiß. Liebe Leute, ihr hört schon hier, die Geräuschkulisse ist enorm. Wir wollen euch diesmal was ganz anderes zeigen, oder ich. Ich denke, der Fliegende Holländer Teil 1 war super vielseitig. Wir haben viele Gewässer beangelt und haben dann an dem großen Lowstock-Gewässer, also an dem schweren Pool durch das Hochdruckgebiet, nicht gefischt. Wir beide werden da jetzt hin zurückfahren. Wir haben uns genau diese Bedingungen gewünscht. Es fängt jetzt leicht an zu nieseln. Wir hatten gestern noch 1022 Luftdruck. Der ist auf 1018 gefallen. Ich will das hier jetzt gar nicht zu lang machen. Ich freue mich jetzt auf ein richtig schönes Gewässer. Ganz anderen Eindruck wie hier. Und wir sehen uns jetzt gleich. Wir müssen noch ein bisschen Auto fahren. Ja, in einer guten Stunde am Big Fish Pool. Wir sind da, Leute. Ja, super Bedingungen. Es hat sich ein Fisch gerollt unten im Holz. Sowas sehe ich ja immer sofort. Und ich denke, das ist hier auch nicht an der Tagesordnung, dass die Fische hier springen. Guck, Schule ist auch zu Ende. Wir bauen jetzt erstmal das Camp auf. Ich mein Frontier hier rechts, Sebastian seins links. Und dann erstmal so ein bisschen Location betreiben. Ganz in Ruhe gucken, neue Rigs binden. Ein bisschen was tricky, denke ich mal. Vielleicht mit Illusion oder so. Na, wollen wir mal gucken. Ich bin heiß. Geil. Ja, an dieser Stelle vielleicht mal vielen Dank an dich, Josef. Was für ein Koffer, was für eine Batterie. Ich hatte schon den Vorgänger. Den hat Adrian jetzt mitgenommen. Der fischt im Moment an einem großen Stausee. 100 Ampere, super leicht hier. Absolutes Traumding. Bisschen was abgeändert hat der Josef. Man muss jetzt den Knopf hier einschalten. Ist jetzt pickepacke voll. Ich habe das Gefühl, das Ding wird nie leer. Das ist richtiges Profigerät. Und ja, es ist wie gesagt super schön, damit arbeiten zu dürfen. Wenn ihr was Vernünftiges braucht, Leute, also eine richtig gute Batterie, dann kauft euch eine Rigby und habt da was fürs Leben. Geil. Ach so, Leute, kleiner Tipp vielleicht, wer viele Nächte macht, so wie ich. Diese dicken Schlafsäcke lassen sich natürlich unheimlich schwer waschen. In Reinigung bringen jedes Mal kostet auch immer Kohle. Vibrees. Oder wie heißt das? Vibrees.
So, ich schraube jetzt einmal hier die Beine vom Pott um und wähle jetzt hier die langen Storm Poles. Und nicht, weil wir hier Sturm erwarten, sondern weil ich einfach vor Holz fischen werde, mindestens mit einer Rute, wenn nicht mit zwei. Oder eventuell sogar im Holz. Ich beherrsche diese Angelei und ich habe ganz gerne die Krümmung der Rute, man sagt auch die Parabolik der Rute, beim Biss mit dabei. Also wenn jetzt die Ruten so stehen würden, hast du halt gar keine Dehnung. Wir fischen Geflecht und große Fische schlitzen dann teilweise schon beim Biss aus, weil du halt die Bremse zumachen musst, sonst ist er eh weg, der Fisch, oder im Holz. Von daher lange Banksticks. Und denkt immer dran, wenn ihr wirklich dieses Hook and Hold betreibt, klar muss man schnell bei den Ruten sein, aber immer das Rodpot ein bisschen angewinkelt aufstellen, wenn es der Platz hergibt oder das Gewässer. Die Bissausbeute ist auf jeden Fall, oder beziehungsweise man verliert weniger Fische, Leute. Ach Leute, ich bin ja nicht so der Erklärbär, das wisst ihr ja. Aber an dieser Stelle sollte ich vielleicht schon mal sagen, wie ich dann an einem Gewässer, wo ich wirklich noch nicht war und wo ich höre, es ist super schwer und die großen Karpfen haben sich natürlich alle schon zigmal aufgehangen. Und gerade wenn Fische Zeit beim Fressen haben, also hohen Angeldruck, wenig Fisch auf viel Wasserfläche, viel Nahrung, viel Futtereintrag der Angler, und dann entsteht dieser Futterneid eigentlich nicht so. Und die Fische haben Zeit beim Fressen und Selektieren aus. Dann wird es natürlich ein bisschen difficult. Ach so, hier, meine Lesebrille auch. Der Zahn der Zeit nagt am Indianer. So, ich zeige euch jetzt mal, das sind die Rigs. Immer noch die Wurfmontagen von unserem letzten Dreh. Ich hatte ja gesagt, ich komme wieder. Und wie versprochen, da bin ich. Und hier sind jetzt, was waren es, 120 Gramm drauf. Ich entscheide mich jetzt für richtig schwere Inliner-Gripper. In diesem Fall sind das 227 Gramm, also 8 Unzen. Richtig schwere Dinger. Ich brauche gar keine Tube, ich werde vom Boot ablegen. Und habe eben gerade Rigs gebunden, und zwar am Reflex Camu, also ein ganz weiches Vorfachmaterial. Fische hier unsere Fortuna in 24 mm Hakenköder. Ich habe hier den Futtermix, Leute, fast nur 24er große Bollen. Filmst du noch? Ja, ne? Okay. Ja, Mogli denkt immer, wenn ein Auto kommt, weil es waren schon viele Holländer hier. Das ist natürlich auch ja so ein richtiger Szenepool. Und dass die nicht sagen, wow, Pyka ist da, ist uns auch klar. Aber wir haben hier Karten gekauft und dürfen hier angeln. So, also kurz, relativ kurzes Vorfach, weich gebunden, 25 Lips. Einfach nur einen harten Sinker mit einer Tigernuss. Und so werde ich auch alle drei Ruten fischen. Ich werde mich gleich aufs Wasser begeben. Mit dem Deeper ein bisschen gucken. Das letzte Mal hat ja jemand massiv abgefüttert. Die Stelle werde ich mir auch noch mal genauer anschauen. Dieses Gewässer ist sehr tief. Ich weiß nicht genau, wie tief. Werde ich euch nachher oder morgen mehr zu sagen. Es wird jetzt auch so langsam schon dunkel. Ich muss mich beeilen. Jetzt wird es richtig schwer, Leute. Alter. Ach so, und natürlich werde ich die gleich noch ganz kurz hier in unserem Lockstoff, also in diesem Fall Fortuna, meiner Meinung nach auch der fängigste, also mein Lieblingslockstoff. Ja, und mehr gibt es auch eigentlich nicht zu sagen. Also wieder kein Vierlefanz, ganz einfaches Rig. Und mein Big Fish Rig. So, Safety first, Leute. Riecht der Geil an. Merkt das schon, ziehe ich ganz oft an. Deswegen geht das hier flugs, dass das Ding sitzt. Nein, Leute, ich habe jetzt alle drei Ruten montiert. Bin unheimlich gespannt, wie das da jetzt aussieht. Werde jetzt erstmal in dem Bereich fahren, wo sich Fisch gezeigt hat. Ist eben noch irgendwas gesprungen. Wir glauben aber nicht, dass es ein Karpfen war.
ja, mal gucken. Ich brauche jetzt ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit. Das ist ja ganz klar, wenn du ein Gewässer gar nicht kennst und es kann sein, dass ich bis in die Dunkelheit da draußen arbeiten muss, kann sein, dass es recht schnell geht. Wenn man das so lange macht, hast du natürlich ja, eine gewisse Routine da drin. Und wenn ich da hinten im Holz gleich irgendwo freie oder frisch freigefressene Plätze sehe, dann lege ich da auch mal schnell eine ab. Okay, ich bin gespannt. Wieder Fisch gesehen. So, zweite Rute liegt auch auf dem Plateau. Da, wo letztes Mal der Holländer so viel Mais abgeschüttet hat in der letzten Folge. Ob es derselbe Holländer ist, der jetzt eben gerade ganz nervös da sein Boot bepackt hat und immer am Telefonieren war. Er ist jetzt aber an den Strand gemoved, also ganz andere Seeteil. Kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall liegt die Rute richtig gut. Ich bin zufrieden. Es zeigen sich auch immer wieder Brassen an der Oberfläche. Hier geht jetzt nur der Bogen raus. Ich fahre jetzt die dritte Rute raus. Die Dämmerung bricht an. Die Chancen stehen gut, Leute. Also nicht schlecht. Sehr zufrieden auf jeden Fall. Boah, Leute, ich habe echt länger gebraucht, wie ich dachte. Boah, Leute, ich habe echt länger gebraucht, wie ich dachte. Es ist jetzt mittlerweile nach Mitternacht, es fängt auch an zu regnen. Wir sind schlag alle. Es sind mehr Angler hier. Ich wäre fast einem in die Ruten gefahren. Ich weiß nicht, ob der bezahlt hat, weil die sich gut versteckt haben, da hinten im Schilf. Hab dann die Rute ganz kurz gelegt, die letzte. Mit der bin ich nicht so zufrieden. Aber gut, was wird sie jetzt machen? Ich werde jetzt noch eine Kleinigkeit kochen hier und dann fallen wir todmüde auf unsere Bedchairs und gucken, was die Nacht bringt. Ich bin so gespannt, Leute, wie ein Flitzebogen. Mal gucken. Morgen wissen wir mehr. Guten Morgen. Ja, ich hoffe, hier so ein starker Kaffee, der bringt jetzt das Leben zurück in den Körper. Leute, ja, bis tief in die Nacht Ruten gelegt. Dann, ich weiß nicht, wie spät war es, ich glaube 5 kam die erste Brasse. Dachte erst, wäre ein Karpfen. Sogar abgelaufen ist, als ich dann unten bei den Routen war, war die Plateauroute oder einer der beiden Plateaurouten. Ich habe mich dann dafür entschieden, 2 auf ein großes Plateau. Ja, Long Distance, über 250 Meter, ja, wahrscheinlich sogar an die 300 zu legen. Dann habe ich gedacht, oh, es ist bestimmt eine Brasse und so war es. War ein richtig alter Klodeckel. Jetzt wollen wir jetzt mal nicht die Brassen hier ins schlechte Licht drücken, aber die Freude war nicht ganz so groß. Habe dann die Route wirklich auch noch gelegt wieder und bin dann relativ zügig wieder eingeratzt. Und dann, glaube ich, eine Stunde später oder anderthalb Stunden später die nächste Brasse. Ja, ich habe jetzt eben gerade die Routen reingekurbelt und beim Reinkurbeln, einer der Plateaurouten springt auf dem Plateau. Also ich habe nur einen schwarzen Körper gesehen, der auf der Seite klatscht definitiv einen Karpfen und auf die Distanz auch kein schlechter. Das wäre dann jetzt der dritte Fisch, der da in der Region springt. Ich werde jetzt die Routen neu legen. Ich wusste, dass es hier wirklich bitter oder dass es hart werden kann. Ich trinke jetzt erstmal einen schönen Kaffee. Schon nervenaufreibend. Und es kommt immer der Druck dann bei so einem Dreh dazu. Wenn ich
für mich so privat angeln gehe, an solche Gewässer habe ich das gar nicht. Und auch wenn sich das jetzt doof anhört, Leute, blänke ich sogar manchmal ganz gerne, weil mein Leben ist auch, ja, wenn ich jetzt sagen würde, anstrengend, das ist ja auch. Aber ich habe viel um die Ohren und da kommt man ja auch mal runter, wenn man an so einem Lostock-Gewässer sitzt und wirklich mal ausschlafen kann. Und von daher fische ich ja eigentlich gerne solche Dinger. Hier möchte ich jetzt unbedingt einen für euch fangen. Wir werden sehen. Ja, Leute, das sieht jetzt ein bisschen nach Chaos aus. Wenn das aber gleich fertig ist und alles steht, habe ich die Angelei noch mal wieder ein bisschen perfektioniert. Das mache ich eigentlich ja, unbewusst auch in jeder längeren Session. Hier haben wir nicht so viel Zeit. Das gefiel mir nicht mit dem Pott. Ich habe die Rute jetzt ins hintere Holz gelegt. Es haben sich Fische gezeigt wieder. Ich habe mich treiben lassen mit dem Boot und konnte ja, 3 Klatscher ausmachen. Ich habe die Fische nicht gesehen, aber doch recht laut. Also wir sitzen schon mal im richtigen Bereich und ja, jetzt stelle ich alles noch mal um, lege alle Routen noch mal neu. Wir wollen nicht faul sein. Ganz komisches Wetter. Die Sonne kommt jetzt so durch, so diesig. Eigentlich richtiges Fangwetter. Ich bin schon viel zufriedener jetzt. Ich habe das alles umstrukturiert, habe jetzt 2 auf einem einzelnen Bankstick, fahre gleich noch eine Plateauroute. Ich wollte erst diese Route hier sehr kurz unten fischen und als ich dann am Schilf war, rollt sich hinten einer an den Bäumen. Ich denke, nein. Und die Fische sind aktiv, also sie zeigen sich ja wirklich recht häufig. Ich weiß nicht, ob das hier immer so ist. Ich kenne ja das Gewässer nicht, aber ich bin viel zufriedener. Ich mache jetzt hier den Bogen raus, das vielleicht noch mal zu erwähnen. Seid da sehr vorsichtig mit. Nehmt euch da ganz viel Zeit und lasst lieber den Bogen erst drinnen. Der legt sich dann von alleine raus. Wobei es schon auch wichtig ist, immer mal wieder ganz vorsichtig Schnur anzudrehen, dass es sich nicht unter Wasser hinter einem Hindernis herlegt oder so. Diese beiden Routen liegen jetzt wirklich direkt vor Holz auf ganz harten Stellen. Ich habe hier wenig Zeit heute Nacht oder vielleicht haben wir das Glück, ich weiß ja nicht, vielleicht beißen sie auch tagsüber. Ich lege jetzt noch eine Route aufs Plateau, da haben sich auch Fische gezeigt. Und dann gibt es ein Frühstück, Mogli, hier vom Allerfeinsten. Ich werde Rührei machen, habe unsere bekannten Strohsemmel mitgebracht, richtig guten Parmaschinken. Und das ist auch ganz wichtig, gut essen und dann kann man wieder mit vollem Elan dabei. Aber faul sind wir hier wirklich nicht. Und trotzdem ist es was ganz anderes als das, was wir euch in der letzten Folge, Teil 1 vom Fliegenden Holländer, gezeigt haben. Das ist hier viel gesetzter. Hier muss man die Routen auch mal liegen lassen. Also ich werde jetzt auch heute hier nichts mehr anpacken. Und wir können nur hoffen. Und das macht Angeln aber auch aus. Endlich gibt's was zu essen. Sebi hat gesagt, ich soll das mal erwähnen, weil er sagt, was sind das denn für Brötchen? Das sind Strohsemmel, die hat mein Großvater erfunden. Und die werden in Salzwasser gegart, also der Teigling, und dann auf Stroh gebacken. Und wer zu mir in eine Bäckerei kommt, der kriegt immer ein bisschen Stroh mit in eine Tüte. Das ist das Qualitätsmerkmal. So, ich backe die jetzt noch mal nach hier. Wir haben tierischen Hunger und das wird jetzt halt so ein Nachmittagsbrunch. Die Zeit rast, ein schönes Rührei mit Sahne kann ich euch auch nur empfehlen. Na, wir können es uns ja beide erlauben.
Ein bisschen Sahne ins Rührei. Ja, die Laune ist gut. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass wir uns ja so ein bisschen darauf eingestellt haben. Es ist wunderschön hier. Die Sonne scheint, der Wind drückt hier auflandig vor. Einen Bissanzeiger habe ich eben versenkt. Mal gucken, ob ich den wieder hinkriege. Ja, jetzt können wir nur warten. Wir wollen es uns hier so schön wie möglich machen. Heute Abend gibt es eine Thai-Pfanne. Da kann ich vielleicht noch mal ein bisschen kochen, wenn ich schon nichts fange hier. Nein, das ist ja Quatsch. Ich meine, wir haben jetzt Brassen gefangen und du kannst halt hier auch nicht hinkommen. Wir haben ja letztes Mal halt an ganz anderen Gewässertypen gefischt, wo ich auch schon geahnt habe, oh, hier werden jetzt wahrscheinlich nicht die Riesen drinne sein, aber dafür vielleicht etwas bessere Bestände. Und so ist es ja ganz oft, also für diejenigen, die das noch nicht so lange machen und nicht so in dieser Szene drinne sind, wo es große Fische gibt, gibt es fast immer ganz wenig Karpfen, also ganz wenig Fische auf die Wasserfläche und sehr, sehr viel Nahrung und ganz oft halt auch diesen unglaublichen Angeldruck. Von daher wollen wir jetzt mal nicht überheblich werden und genießen einfach mal so ein bisschen die Zeit zusammen am Wasser. Wir haben uns gestern noch lange unterhalten und ja, was heißt gestern? Heute Nacht bis tief in die Nacht und lernen uns ja auch gerade erst richtig kennen. Und die müssen noch ein bisschen. Ja, ne? Komplett durchgefallen das Ding. Gerade eben noch mit dem Südkoreaner Sprachnachrichten geschickt und er sagt, Mike, mach dir keinen Kopf. Du hast dieses Jahr so gut abgeliefert, wenn du jetzt blängst und zeigst Big Fish angeln, so, dann kann das passieren und das ist halt real. Und in dem Moment fällt das Ding voll durch, wobei ich damit nicht gerechnet hätte. Ich glaube auch noch nicht, dass es wirklich ein Karpfen ist. Fisch ist auf jeden Fall dran. Ich hab's immer noch nach all den Jahren. Fuck, Mann. Sorry, Digga, sorry, tut mir leid. Ton ist an oder was hier? Alter, jetzt habe ich den wirklich ausgeschnitten. Ich habe ihn doch bis hier hingekriegt. Ja, so langsam wird's natürlich unheimlich, ne? Ich habe eben mit meiner Frau telefoniert und die sagt, bleib ruhig, du fängst einen. Sebastian sagt, der 15 Uhr ran. Ja, jetzt ist es mittlerweile 20 vor 4. Der Biss kam kurz nach 15 Uhr. Wir haben vorher noch drüber gescherzt. Jetzt gleich kommt er. Es wird noch besser, Sebastian. Ich denke, es war ein Karpfen. Es war kein großer Fisch. Aber ich habe unten zwei Fische gesehen, unterm Holz, als ich kam. Wir kriegen noch eine Chance. Ist vielleicht auch am Ende ein bisschen dumm gelaufen, weil ich habe dann die Schwimmweste nicht sofort angekriegt. Dann wollte Sebastian mit ins Boot, mit Wartus. Also ich sage, ah, den kriege ich von hier, ist kein großer Fisch. Bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht auch eine Riesenbrasse war, also eine große Schleie, weil wirklich kein Druck hinter war. Da hinten jetzt aber zwei Karpfen. Ja, so ist das. Wenn es drauf ankommt, dass es jetzt richtig... Ja, Großfisch angeln und letztes Mal, ich weiß nicht, wie viele Bisse hatte ich im letzten Dreh, nicht einen Fisch verloren. Boah, es kann nicht wahr sein. Die Rute liegt super. Ich habe jetzt auch einen Sinker drauf gemacht, einen richtig großen Boili, also einen 30 mm. Ich habe auch keinen Bock mehr, dass ich jetzt heute Nacht dann da wieder so einen Teller daran schlüre. Ätzendes Gefühl jetzt. Ich denke, ihr kennt das alle da draußen. Weitermachen.
Maul. Gwon. Briesend. Scheiße, habe ich wohl mit Kohlensäure gekauft. Ja, Holländisch spreche ich nicht. Wobei ja jeder Holländer spricht Deutsch, aber kein Deutscher spricht Holländisch. Oder die wenigsten. Ja, was eben passiert ist, war schon krass. Aber das ist so, das passiert den Besten. Ich mache eine Thai-Pfanne jetzt heute Abend. Ich habe hier den Wok-Mix Asia Art, ein bisschen Kokosmilch gekauft, ein bisschen Sahne, hier eine Thai-Chili-Soße, Leute. Hier haben wir eine Maishähnchenbrust, die schneide ich jetzt einfach in kleine Stücke, brate das alles scharf an und mache da so ein, ja, so eine schlonzige. Ach Leute, ich weiß es doch auch nicht. Es ist schon bitter. Ich hatte mir das so gewünscht, dass wir hier, das Wetter kommt uns auch nicht mehr so entgegen. Es wird immer schöner. Es war richtig warm heute. Ich wollte mich eigentlich noch in die Sonne legen, habe ich nicht geschafft, weil ich nochmal wieder die Routen neu gemacht habe. Man wird dann ja auch unsicher. Und diesen Druck habe ich halt auch nur, wie gesagt, wenn ich in so einem Dreh bin. Sonst wäre ich viel entspannter. Die Laune ist gut, das muss er auch. Jetzt bricht der Abend an und ja. Ich weiß es nicht. Ich sage, wir fangen ein. Jetzt wird sich noch einer aufhängen. Meine Frau sagt übrigens dasselbe. Ich habe eben mit ihr gesprochen. Und selbst der Südkoreaner, wir haben nämlich auch telefoniert, eben sagt, dass du es auch immer wieder machst und dich an diese Low-Stock Big Fish Pools setzt. Ich sage, ja, gut. Ich habe die Leute oder unser Publikum da draußen aber auch darauf vorbereitet, weil wir haben im letzten Dreh, der Benny war in Elternzeit, hat das gar nicht so richtig mitgekriegt, was wir da in Teil 1 der Vagabunde abgezogen haben. Ich sage, da haben wir so viele Fische gefangen und da war ja nun wirklich kein Riese bei, das muss man ja mal ganz klar sagen. Und ich wollte das so und habe es ja auch schon geahnt. Und das ist natürlich für uns auch ein leichtes, wäre jetzt hier irgendwo aus einem anderen See so ein Ding vorher hochzuheben und zu sagen, oh, jetzt haben wir einen, ist auch keine Frage, so eine Scheiße mache ich nicht, das habe ich nie gemacht, das sollen andere mal weitermachen. Ich nenne da keine Namen. Von daher, wir machen das hier real, Leute. Wir essen jetzt gut. Ich glaube, wir trinken auch gleich mal eine Weinschorle. Das haben wir uns verdient. Und vielleicht filmen wir ja heute Abend noch. Und sonst sehen wir uns spätestens heute Nacht. Weil irgendwas wird sich hier tun. Ich habe Hunger. Oh, aber scharf. Dann müssen wir heute Nacht ein bisschen Wasser trinken wieder. Haben wir aber noch genug. Sehr, sehr lecker. Alter, was ist mit denen hier? Wie die hier rumballern, oder? Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, stell dir mal vor, du willst gerade noch mal zum Auto und rennst über die Straße. Mausetot. Scheiße. Sei bloß vorsichtig hier, die Holländer. Verrückt geworden. Boah, mega lecker. Komm, hör auf zu filmen. Hier ist. Jetzt ist genau das eingetroffen, was wir uns gewünscht haben. Genau das ist eingetroffen. So, jetzt musst du mir helfen und das ist jetzt real. Ich krieg die nicht an, sonst die Schwimmweste. Okay, alles gut, alles gut. Den kriegen wir jetzt. Super, warte. Ja, bin ich drin, reicht. Okay. Okay, jetzt das Boot hier hin und jetzt springe ich da rein. Ich pumpe den erst vom Holz, das ist alles gut. Alles ist gut, ich danke dir. So, ich will jetzt, Leute, nicht zu früh ins Boot. Ich habe den jetzt so 10 Meter vom Holz weg. Das sind bestimmt 300 Meter dahin. Wenn ich jetzt ins Boot gehe, kann der Fisch natürlich auf dem Weg, bis ich über ihm bin, wieder ins Holz gehen. Das will ich jetzt vermeiden. Ich kenne den See natürlich auch nicht, ob da jetzt irgendwelche Hindernisse sind. Da wird viel Hornkraut vor sein. Aber wenn er da reinflüchtet, wäre es ja gar nicht verkehrt. Ich gehe jetzt rein, sag ich. Ja, klar. Okay, er ist ja richtig. Okay. Oh, ja, ist raus. Oh. Ja, das ist schon geil. Geiles Gefühl jetzt.
Und da fällt sie wieder, die Last. Schon geil, hat aber Spaß gemacht. Und ein richtig schöner Spiegler. Also nicht der 30 Kilo, weil der kommt alleine, aber ich habe die Rute direkt wieder abgelegt. Der Fisch ist hier an der Bordwand. Hoho. Ja. So, jetzt lege ich die Rute ab und dann zeige ich euch den mal. Ich denke, dass wir, es ist ja schon spät, dass wir den vielleicht morgen früh, ganz früh, vielleicht nochmal abfilmen sollten. Ist bestimmt nicht schlimm für den Fisch, wenn ich den hier ein paar Stunden hält. Aber ich zeichne euch jetzt schon einmal gerade. Oh, dann ist es safe. Ich heb den mal einmal an und dann sage ich euch, wie schwer sowas ist. Auf jeden Fall größer wie alle anderen Fische aus der ersten Folge. Oh, der ist dick. Ja. Ich sag 18, 19 Kilo vielleicht. Hier sieht man das. Ich kann ja mal so. Oh ja. Dicke Schweinchen. Ja, los. Ich heb mal einmal an, hol die Matte hier hin und dann lass man auch in Ruhe. Der Fisch kann sich dann erholen. Hier den werde ich hier im tiefen Wasser slingen und gleich morgen im ersten Licht filmen wir ihn ab. Ich hab, der Vagabund hat es wieder geschafft. An einem Gewässer, ja, komplett unbekannt, galt als sehr schwer hier in der Region. Wir haben auch gemerkt, hier ist die Szene. Ja, haben sofort gehört, dass wir hier sind und dann wird man mit dem Auto, wurden wir verfolgt sogar. Es wird überall hektisch rumtelefoniert. Es kamen dann Angler auf der anderen Seite, haben hier aufgebaut. Und ich weiß nicht, ob die was gefangen haben. Ich gönne immer jedem seinen Fisch. Ich bin jetzt total happy. Guten Morgen. Ja, das war eine kurze Nacht, Leute, das kann man sagen. Dann wurden wir heute Morgen, also vorhin, auch noch von einem netten Holländer geweckt. Aber die Betonung liegt auf nett. Der wollte sich unbedingt mein Fischfutter angucken und hat dann auch gefragt, habt ihr was gefangen? Der Sling dümpelte darum. Ich habe gedacht, warum jetzt anflunkern? Ich sage, ja, wir sind total happy. Wir haben richtig dicke Schweine gefangen. Kurzer, gedrungener Fisch, aber auch schwer. Ja, mit dem Gefühl aufwachen zu dürfen, ist natürlich toll. Wir zeigen euch gleich den fliegenden Holländer. Ich habe es geschafft und ich habe eben schon gesagt zu Basti so, ich habe mich lange nicht so unglaublich, also ich kann mich auch immer noch über kleine Fische freuen, ich glaube, ihr merkt das auch da draußen, aber ich habe mich lange nicht über einen mittelstarken Fisch wie den, natürlich ein wunderschöner Rogner, so gefreut wie dieses Mal, weil das wollte ich schaffen. Oh, warte mal, meine Brötchen brennen hier an. Richtig gutes Frühstück jetzt, einen starken Kaffee. Sind schon angebrannt ein bisschen, nicht schlimm. Und dann zeigen wir euch diesen Fisch. Wir werden danach auch nach Hause fahren, den Dreh damit beenden. Wir hätten sonst mindestens noch bis in späten Nachmittag gesessen, hätten das bis zum allerletzten Minütchen ausgenutzt. Das brauchen wir jetzt nicht. Basti meinte dann heute Morgen, boah, vielleicht fangen wir noch einen. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, natürlich sage ich da nicht nein, aber das ist genau das, was ja auch so ein Gewässer oder was dieser Dreh zeigen sollte. Der Vagabund am Lowstock, am Bigfischwasser, auch der Holländer, der hier war, hat gesagt, Leute, bleischwer, ich habe bis jetzt nur hier geblenkt. Er hat hier viele, viele Nächte schon gesessen, ist dann an anderes Gewässer ausgewichen, weil er einfach keinen Bock mehr hatte, nichts zu fangen. Das kann man auch verstehen. Und am Ende nach anderthalb oder ja, ein und einer Dreiviertel Nacht das Ding hier abzuschöpfen, ist schon geil, gut geangelt. Hab dann ja, die Rute direkt heute Morgen wieder im Dunkeln rausgebracht. Hier der letzte Stiffrig Baked hatte ich noch im Boot liegen. Der Haken war stumpf. Mein Lieblingshaken, gerade an schweren Sinkern, an 24 mm Hakenködern. Ich hatte eine Tigernuss dahinter geschaltet. Die Ruten, ja, sind tot geblieben jetzt. Liegen allerdings noch. Wir drehen die jetzt gleich raus. Frühstücken und zeigen euch den fliegenden Holländer jetzt. Geil!
So. Ja, da bin ich schon stolz ein bisschen, muss ich auch zugeben. Ja, und der Fisch ist jetzt keine 3 Stunden im Sling gewesen. Und trotzdem, ich habe es ja geahnt, hat er ohne Ende Fischfutter ausgeschieden, Tigernussschalen. Aber er hat immer noch ein Belly, also der hat sie richtig vollgeladen. Ich heb den jetzt mal an. Der ist echt schwer, den kann ich auch nicht lange halten. Also ich wiege ja nicht mehr und es werden jetzt wieder so viele fragen, oh, wie viel hat der? Hat der 22, 23 Kilo? Ich sage, so schwer ist er nicht. Aber es ist ein richtig geiler, fetter Mirror mit einem super schönen Schuppenbild. Ich fahre jetzt richtig happy nach Hause. Es war wieder mal anstrengend. Nicht so anstrengend wie in der letzten Folge, aber es hat mir echt Spaß gemacht. Und das ist ja auch wichtig, dass mir diese Drehs immer noch einen wahnsinnigen Spaß machen. Und der Druck gehört dazu. Ich wünsche euch allen da draußen einen tollen, ja, ich weiß ja gar nicht, wann das Video rauskommt. Ich wünsche euch alle große Fische und viel Spaß und Leidenschaft beim Angeln. Yes! Ja, sie will jetzt auch wieder zurück. Und genau aus dem Grund drehen wir in Holland, Leute, weil guckt euch dieses, ja, dicke Weibchen an oder diesen fetten Rogner, kann man ja bald sagen. Wie viele tausend Eier wird sie nächstes Jahr im Frühjahr in sich tragen? Geht gar nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also. Ja, guck mal, sie will zurück. Und das darf sie auch. Mein Mädchen, vielen Dank. Die Folge soll einfach nicht enden, Leute. Ich habe gerade gesagt, oh, wenn das mal eine Brasse ist, also wir wissen es natürlich noch nicht, aber wenn es eine Brasse ist, dann ist sie nicht schlecht. Und ich sage, wir können doch jetzt nicht einfach ausmachen hier, das geht ja auch nicht. Wollen wir mal gucken. Ist ja auch spannend. Oh, da hat sich einer gerollt. Im Wind. Jetzt habe ich einen Karpfen auch noch springen sehen. Ja, am liebsten würde ich hier bleiben, ne? Nee, wird eine Brasse sein. Aber das auch zu unserer, wir hatten uns nämlich die Frage gestellt, Leute, oh, die Plateaurouten sind jetzt tot geblieben. Meinst du, da unten liegt noch was? Weil ich schon massiv gefüttert habe. Das mache ich auch gerne an Gewässern, wo ich weiß, da sind große Fische drauf, dass man wirklich nur Beulen füttert. Also nur Boilies, gar keine Particles. Und dann auch ruhig ein bisschen mehr rüberknallt. So. Jetzt ist der Fisch hier vorne. Naja, und das Futter wird weg sein, sonst hätten wir jetzt hier nicht einen Biss gekriegt. Ja, ja, er macht spannend, tut mir leid, so schnell geht's ja nicht. Ja, komm, zeig dich. Jopp, es ist ein richtiger Teller. Da sind auch so ganz, warte, den würde ich gerne zeigen. Hast du noch an? Ja. Ich zeige euch den einmal. Wenn die so alt sind, die Brassen, dann kriegen die auch so eine geile Färbung. Und da ja die Brasse, und das finde ich manchmal auch ein bisschen schäbig eigentlich nicht. Oh, die ist aber echt hässlich und eklig. Die hat hier so, ja, was, guckt euch das mal an. Die hat hier so Pocken am Kopf. So, jetzt endet aber die Folge. Der fliegende Holländer Teil 2 mit diesem wunderschönen Fisch. Jetzt guck dir mal den Kopf an da vorne. Ach komm, mein Schatz. Du kannst da auch nichts für, dass du so hässlich bist. Wahnsinn. Hat Spaß gemacht wie Sau.